Hallo, ich bin es, euer Paul von wirkaufendeinauto.de. Habt ihr euch auch schon einmal gefragt, wieso manche Gebrauchtwagen, die sich auf den ersten Blick nicht wirklich unterscheiden, preislich trotzdem nicht identisch sind? Es gibt ein paar Must-Haves, die den Unterschied machen können. Und genau darüber möchte ich mit euch in diesem Video sprechen. Heute schon an morgen denken. Dieses Thema wird bei Autos häufig unterschätzt, ist aber dennoch wichtig. Sobald du dir ein Auto anschaffst, solltest du dir daher schon Gedanken darüber machen, welche Ausstattung der Wagen braucht, damit du ihn später wieder gut verkaufen kannst. Dabei ist es völlig egal, ob du dir einen neuen oder gebrauchten zulegst. Neben der Motorisierung und den gelaufenen Kilometern sind besonders die Farbe und bestimmte Ausstattungsmerkmale wichtig. Dabei gibt es natürlich Unterschiede zwischen Kleinwagen, Mittel- und Oberklasse sowie SUVs. Welche Top 3 Ausstattungsmerkmale dein neues Auto unbedingt haben sollte, zeige ich dir jetzt. Ein Kleinwagen braucht nicht viel Schnickschnack. Er bringt beim Verkauf selten den Mehrwert, den die luxuriöse Ausstattung mal gekostet hat. Trotzdem sind bei einem Kleinwagen in der heutigen Zeit ein Radio mit USB-Schnittstelle und Bluetooth wichtig. Besser noch, wenn das Auto über Apple CarPlay oder Android Play verfügt. So kann das Display des Smartphones gespiegelt werden und als Navi oder auch zum Streamen von Musik genutzt werden. Das macht das Auto bei einem späteren Verkauf interessanter und bringt dir somit gegebenenfalls zusätzliches Geld. Außerdem sollte der Kleinwagen unbedingt über eine Klimaanlage verfügen. Auch eine Zentralverriegelung und elektrische Fensterheber sollten heutzutage bei jedem modernen Auto zum Standard gehören. Mit diesen Features klappt es beim Autoverkauf später einfach besser. Ein Tipp von mir. Wer sich am Kleinwagen eine Anhängerkupplung anbringen lässt, wird dadurch beim Wiederverkauf keinen Vorteil zu einem ähnlichen PKW ohne Anhängerkupplung haben. Ausnahme: Jemand ist gerade auf der Suche nach genau diesem Auto zum Ziehen von kleineren Anhängern. Ein doppelter Reifensatz, also eine Achtfachbereifung, hingegen ist für viele ein gutes Kaufargument. Die Mittelklasse verlangt ein paar mehr Extras als ein Kleinwagen. Dein Wagen sollte neben den Basics des Kleinwagens auch noch eine Einparkhilfe, also die Parksensoren vorne und hinten besitzen und im besten Falle auch ein Automatikgetriebe haben. Bist du jemand, der lieber einen Schaltwagen fährt oder ist dir der Komfort eines Automatikgetriebes lieber? Schreib mir in die Kommentare. Zudem ist ein Multifunktionslenkrad, an dem du unter anderem Telefonate annehmen kannst oder den Bordcomputer steuerst, ohne die Hand vom Lenkrad zu nehmen, bei einem PKW der sogenannten Mittelklasse ein Must-Have. Wenn dein Auto zusätzlich noch über ein Navigationssystem verfügt, hast du gute Chancen, das Auto später besser verkaufen zu können. Autos der Oberklasse, also zum Beispiel Audi A8, BMW 7er oder Mercedes S-Klasse, dürfen bei der Ausstattung noch etwas luxuriöser ausfallen als die der Mittelklasse. Hier bringen Extraspielereien wie eine elektrische Sitzeinstellung noch besser gleich mit Massagefunktion den nötigen Komfort und die besseren Verkaufsargumente. Dein Auto sollte darüber hinaus auch Funktionen wie eine Sprachsteuerung besitzen, mit der du neben dem Navi auch das Radio oder dein Telefon steuern kannst. Auch ein autonomer Parkassistent gehört zu den Must-Have-Features eines Fahrzeugs der Luxusklasse. Schreib mir in die Kommentare, ob du zu denen gehörst, die gut einparken und auf solche Hilfen verzichten können. Oder sind die Parkassistenten für dich sinnvolle Hilfen, die das Einparken zum Kinderspiel machen? Das SUV hat eine Sonderstellung, da es je nach Modell zu den Mittelklasse- oder auch Oberklasse-Fahrzeugen gehören kann. Wer bei seinem SUV auf Nummer sicher gehen möchte, sollte beim Kauf auf eine schwenkbare Anhängerkupplung achten. Eine starre Kupplung ist im Alltag störend, beispielsweise beim Einparken in engen Lücken oder beim Beladen des Kofferraums. Eine abnehmbare Kupplung wäre ein Kompromiss. Wirklich Komfort gibt aber nur eine mechanische Schwenkbare. Per Knopfdruck oder Drehknopf verschwindet die Anhängerkupplung unter dem Heck deines Fahrzeugs und ist nur im Sichtfeld, wenn du sie auch wirklich zum Ziehen benötigst. Weißt du, worauf es ankommt, wenn du einen Anhänger oder Caravan ziehen möchtest? Mein Kollege Nils zeigt es dir in diesem Video. Für alle Fahrzeuge gilt zudem, dass gedeckte, also Standardfarben wie Schwarz, Grau oder auch Silber sich besser wiederverkaufen lassen als knallige Sonderfarben wie Orange, Grün oder auch Rot. Es gibt natürlich noch weitere Merkmale, die für einen späteren Verkauf wichtig sind. Mehr dazu erfährst du in einem meiner nächsten Videos. Wenn dir das Video gefallen hat, hinterlasse bitte ein Like, abonniere den Kanal und drücke danach die Glocke, damit du keines von unseren neuen Videos verpasst. Bis dahin, dein Paul.